Ja, schönen guten Abend an alle Teilnehmer. Mein Name ist Wolfgang Dender und ich heiße Sie recht herzlich zum heutigen Webinar Helpdesk Stereo Trader. Im Namen von FX Flat natürlich auch herzlich willkommen. Ja, entschuldigen Sie bitte die Verzögerung, aber naja, mit der Technik steht man manchmal aufs Kriegsfuß, ja, und das müsste erst noch gelöst werden. Das heutige Webinar ist jetzt kein Monolog vom Dirk, sondern das ist mehr ein Dialog zwischen ihm und ihm. Also bitte, bitte fleißig Fragen stellen, ne, und bitte nicht davor zurückschrecken, wenn man es für eine dumme Frage hält. Es gibt keine dummen Fragen. Ne. Sollte die eine oder andere Frage nicht berücksichtigt werden, dann werden wir uns nach dem Webinar darum kümmern und Sie entsprechend kontaktieren. Ja? Bevor wir starten, noch wie üblich die Risikohinweise. Das Webinar dient nur zu Zulungszwecken. Sie treffen Ihre eigenen Handelsentscheidungen und bitte verstehen Sie das Webinar nicht als Handelsempfehlung. Und die Meinung des Referenten muss nicht der von FX Flat mit der von FX Flat übereinstimmen. Dirk, du bist jetzt soweit? Hallo? Mikro ist jetzt auch wieder da, so. Ja. Ja. Okay, dann übergebe ich jetzt und stellen Sie bitte fleißig Fragen. Genau. So, da sind wir mit direkt hier, starte schon mal mit Fehlermeldung. So, jetzt aber, ne? So, wie man gerade schon sieht, ne, die Zögerung geht leider wieder auf meiner Kappe. Ich habe diese Woche irgendwie so ein bisschen Kriegsfuß hier mit meinem Server bzw. meiner Netzverbindung. Aber jetzt sind wir ja da. An der Stelle dann hallo und herzlich willkommen hier zum Helpdesk-Webinar mit FX Flat. Wie der Wolfgang gerade schon gesagt hat, also Fragen einfach hier rein. Wir gucken, dass wir so gut wie möglich hier durchkommen. Und so viel wie möglich halt auch aufgreifen können. Ein paar Sachen werden wir sicherlich nicht hinkriegen, wenn es dann halt zu spezifisch wird. Aber solange es halbwegs nachvollziehbar ist, versuche ich halt hier, so gut es geht, dann entsprechend auch drauf einzugehen. So, also wie gesagt, nochmal sorry, die Woche irgendwie technisch hier etwas abenteuerlich auf meiner Seite. Hier gerade etwas gestresst, den Wolfgang wahrscheinlich irgendwie auch gerade, hat schon gedacht, was ist denn jetzt schon wieder los? Der muss es diese Woche tatsächlich irgendwie mit mir hier aushalten und ausbauen. Also sorry nochmal, Wolfgang. Ne? Ich habe gerade echt so gedacht, das kann jetzt nicht sein, aber natürlich punktgenau um 5 vor 6 ist das Ding natürlich ausgestiegen. So, ich nehme jetzt erstmal die Sachen, die der, die halt vorab per Mail reingekommen sind. Und versucht das mal aufzugreifen. Da war jetzt die, Wolfgang, du machst so, du greifst mir einfach ins Wort, wenn ich irgendwas übersehe, ne, oder halt irgendwie was übergehe, persönlicherweise, grätsch einfach dann halt rein. Okay. So. Also, warum kann der Kunde nicht zwischen VPOC und dem VP nach Olli auswählen? Ich lese die jetzt mal nicht wortwörtlich vor. Ich finde die so ein bisschen im Text etwas spitz formuliert. Also, es geht also darum, warum man nicht zwischen VPOC und dem normalen Volume Profile auswählen kann. So, das heißt, das Ding ist ja das, dass ich halt hier, Moment, ganz kurz bitte, ich muss hier gerade nämlich was einblenden, was jetzt nicht unbedingt in die Übertragung gehört. Das ist aber sofort wieder weg. Moment. Und zwar die, wir gucken hier den, das VPOC, ich hoffe mal, ich habe das hier mit drauf. VPOC ist ja das Add-on vom Orkan Kuyas. So, wie gesagt, ich hoffe, es ist jetzt hier, müsste aber eigentlich sein. Genau, da ist es. Ne? So, das, es gibt ja generell zwei Ansätze. Das heißt also hier, was das Volumen angeht,
Einmal halt das normale Volumenprofil und einmal das VPOC. Beides ist mit Sicherheit nicht das Gleiche. Also generell, weil wenn ich zum Beispiel mit dem CFD arbeite und wenn ich das VPOC, wie jetzt hier, halt dann mit draufziehe und dann habe ich halt im Hintergrund, die Glocke sieht dann zwar sehr, sehr ähnlich aus, aber das Volumen, was halt eben dann halt hier zugrunde liegt, das ist entsprechend, kommt aus dem Future. So, und jetzt habe ich durch hier prompt den richtigen Vorwürfe und der Vivo fehlt. Ich hoffe jetzt nur wirklich, dass es bei mir hier die richtige Version ist. Wenn nicht, bitte jetzt nicht an Details aufhalten. Generell ist es halt so, also das VPOC zieht immer die Daten, also Value Area Low und High und so weiter, halt aus dem Future und das interne Profil halt nicht. So, und das ist halt mal so der grundlegende Unterschied. Wenn man jetzt natürlich den Future hat, dann stimmt es zwar großteils überein, aber halt eben auch nicht unbedingt. Zumal das VPOC, wovon es eine neue Version gibt, die ich auch jetzt gerade noch nicht drauf habe, noch ein paar Funktionen eben mehr kann. So, und jetzt ist halt die Frage, warum kann ich nicht umschalten? Beziehungsweise hier ist die Frage halt eben auch, warum halt jetzt zum Beispiel jetzt hier der Point of Control, warum der halt eben nicht als Kurve da gezeigt wird, weil das ja vorher anders war. Also grundsätzlich ist es mal so, ich weiß, jetzt wird der eine oder andere sagen, stimmt doch gar nicht, gab es ja vorher. Es gab ja eigentlich kein Vorher. Ne? Also VPOC ist VPOC und was wir vorher halt mal mit dem Olli gemacht haben, beziehungsweise ich mit dem Olli halt hier auf die Beine gestellt habe, das eine hat ja mit dem anderen nur bedingt halt zu tun. Also es ist halt, wie gesagt, auch so, das neue Add-on ist halt eben auch so, es gibt da ein paar Funktionen mehr und es bezieht sich eben halt auch auf den Handelsansatz vom Orkan Kuyas. So, und da sind halt ein paar Sachen eben so ein bisschen anders, als man das vielleicht dann halt vorher vom Olli gewohnt war, also vom Olli Klemm. Und deswegen besteht da jetzt auch nicht unbedingt da halt so ein direkter Zusammenhang. Ich weiß, dass sich das halt einige wünschen, dass man halt irgendwie beide Sichtweisen da implementieren kann. Aber an der Stelle muss ich halt leider sagen, es geht ja halt hier nicht darum, irgendwie ein beliebiges Volumenprofil abzubilden, sondern halt einen Handelsansatz. Und das ist halt nun mal der vom Orkan Kuyas, der halt hier zugrunde liegt. Und dafür ist eben halt alles drin, was das Add-on halt eben auch abbildet. Ne? Also es ist so ein bisschen, ihr merkt, ich kann da halt nicht anders drauf antworten, als in der Form, wie ich es halt gerade tue. Aber es ist halt eben, wie es ist. Es ist halt eben nicht nur eben ein schnödes Profil, sondern wie gesagt, guckt euch vor allen Dingen halt mal die nächste Version dann halt eben an. Ich glaube, dann kann man es ein bisschen besser dann auch verstehen, warum das halt so ist, wie es ist und warum da jetzt nicht unbedingt angedacht ist, da jetzt eine Kompatibilität dann eben halt auch herzustellen. So, ich weiß, wie gesagt, der eine oder andere wird sagen, ja, die Antwort ist aber doof, aber es ist halt leider die Antwort, die ich an der Stelle auch nur geben kann. So, wie stellt man, die nächste Frage wäre, wie stellt man ein negatives FIBO-Level, also unter 0 ein? Minus 38,2 zeigt keine Wirkung. Das ist ja grundsätzlich eine MT4-Frage. Ne? Das hat ja eigentlich weniger jetzt mit dem Stereo-Trader zu tun, wenn ich das richtig sehe. Und aber generell, also wenn es darum geht, hier FIBOs darzustellen, kann ich ja trotzdem mal drauf eingehen. Also mit den negativen FIBOs, also im Stereo-Trader ist es sowieso halt drin. Also wenn ich jetzt zum Beispiel halt hier als Beispiel Vortagesrange oder so halt als Beispiel einstelle, dann habe ich ja halt hier die negativen beziehungsweise die Extension ja halt drin. Ne? Also hier hätte ich jetzt halt hier Vortageshoch und Tief. Die sind ja entsprechend dann halt angezeigt. Und das kann, glaube ich, ja nicht die Frage dann ja auch sein, sondern halt vielmehr, dass halt, wenn man halt hier jetzt Fibos halt zeichnet, wie stellt man negative ein? Also generell, jetzt hoffe ich, dass ich das richtig mache, habe ich ja hier die Levels, die ich halt hinzufügen kann. Und das sind halt letzten Endes sind es halt Faktoren von 1. Ne? Das heißt also, hier ist halt die einsichtige Fibo ist halt entsprechend die 1,618 und jetzt eben nicht 61. Und entsprechend behaupte ich mal, hoffe ich doch, müsste es doch so sein, dass wenn ich jetzt halt hier ein Level hinzufüge,
wie jetzt zum Beispiel minus 0,618 als Beispiel. Minus 61,8. Jetzt bin ich mal gespannt, zumindest mit MT4 geht das. Ja, und dann ist auch hier die negative Extension halt drin. Ne? Und so kann man das natürlich mit genau den anderen Levels halt auch machen, also immer auf 1 bezogen und nicht eben halt in Prozenten, also nicht 61,8, sondern halt eben 1, beziehungsweise 0,618 für die normale Fibo und 1,618 für die Erweiterung nach oben und minus 0,618 für die Erweiterung nach unten. Ne? Entsprechend hat natürlich minus 38,2 keine Wirkung. Das war ja die eigentliche Frage, sondern man muss an der Stelle dann halt minus, dann halt die 0,382. Ja, und dann halt hier nur im Kommentarfeld, beziehungsweise in der Beschreibung, ja, minus 32,8. Und dann ist die auch hier drin. Nicht 32,8, 38,2 hätte es natürlich sein müssen. Ich habe gerade gesagt, hey, komische Fibo, kenne ich gar nicht. So, kann man natürlich auch ändern. Minus. Nope. So, ich denke, das beantwortet. Ja, genau, hier hat jetzt gerade einer berechtigterweise geschrieben, so, die Woche hat erst angefangen, richtig. Ich habe natürlich jetzt halt das Live-Trading da halt von letztens noch im Ohr gehabt, beziehungsweise im Hinterkopf. Das war nämlich das Letzte, was der Wolfgang und ich zusammen gemacht haben. Und da hatten wir hier, da hatte ich halt auch pünktlich zum Start hier kein Internet. Aber das Schöne ist, wir kriegen es ja immer alles irgendwie hin, ne? So, hatten wir sonst noch was vorab, Wolfgang? Nee, also ich hatte keine andere E-Mail vorliegen. Ich habe dir alles geschickt, was ich hatte. Okay, gut, das sind ja Also genau. dürfte das abgearbeitet sein. Ja, ne? Da gehe ich jetzt auch mal von aus. Gut, so, dann gehen wir mal von oben nach unten durch. Gibt es Videoaufzeichnungen für die Einführung in die Stereotrader-Programmierung? Die gibt es, ne? Aber Wolfgang, hast du die im Zugriff direkt? Also wir hatten ja halt mal Programmierung gemacht. So den Einstieg ist natürlich jetzt auch schon irgendwie 2 Jahre her. Da haben sich natürlich so ein paar Sachen geändert, aber im Wesentlichen eigentlich halt nichts. Und insofern sollten die auch noch ihre Gültigkeit haben. Und die Also sind die alle auf YouTube. auf YouTube oder bei uns auf der Homepage unter Training, Videos, Stereo Trader und dann die ersten fünf Know-hows müssten das sein. Okay. Also dort mal gucken, vielleicht kann der Wolfgang gleich mal noch den Link hier reinstellen. Und dann ist es auch ein bisschen einfacher. Ich schick den Link gleich. Okay. So. Dann gucken wir mal weiter. Um 18:08 Uhr. Ich erstelle in den Charts Szenarien anhand Linien etc. pp. Wenn ich nun den MT5 schließe und nächsten Tag wieder anklicken möchte, muss ich gerne wieder das verwenden und zu versetzen, geht das nicht. Also, grundsätzlich eigentlich eine Sache, die nicht sein sollte. Ich weiß aber, dass der MT5 da gerne mal halt irgendwie so ein paar Klicks verschluckt. Also ganz am Anfang war es mal so, da konnte man irgendwie so, egal was man eingezeichnet hat, konnte man irgendwie nicht mehr greifen. Das geht aber mittlerweile halt alles. Der Paul fragt, sagt jetzt aber halt, ja, wenn ich ihn zumache und wieder aufmache, ich kann das gerade mal versuchen, ob ich das jetzt hier so ohne weiteres hinbekomme. Also ich zeichne jetzt hier einfach mal eine Linie. Beziehungsweise mal ein paar Linien gucken, was der MetaTrader jetzt überhaupt daraus macht. Also, wenn ich die ganze Geschichte jetzt hier zumache, so, und dann halt wieder auf, gucken, was ich jetzt hier nachvollziehen kann. Nein, dann sind die Linien da und er sagt, er kann sie nicht mehr anklicken. So. Wie man sieht, kann halt passieren. Ich gucke jetzt nochmal gerade zwischendurch. Also die Lösung ist ganz einfach. Man geht hier auf Chart im StereoTrader und dann hier bei Benutzer auf ein und hält die Shift-Taste gedrückt und dann hat man alles markiert. So, das heißt, ich komme auf jeden Fall an alles dran. Ich gucke mir nur gerade mal zwischendurch was an, weil ich gerade mal irgendwie
sehen will, ob ich nicht die Ursache sofort halt erkenne. Ne, gibt es keinen Grund. Also sollte gehen, aber wie man gesehen hat, ne, manchmal sieht der MetaTrader das ein bisschen anders. Also einfach hier mit Shift drauf komme ich auf jeden Fall an alles dran und kann auch alles bearbeiten. Ich würde auch fast wetten. Irgendwie kann das drauf. Also auf Doppelklick. Doppelklick ist halt das Problem. Und warum das so ist, gute Frage, nächste Frage. Ich kann es leider nicht sagen. Also das ist definitiv, der Stereotrader hält da nichts zurück. Das heißt aber jetzt nicht, ne, dass es dann halt irgendwie dann auch in der Praxis alles so ist, wie es in der Theorie eigentlich nur logischerweise sein soll. Hat man gerade gesehen, Doppelklick hat er irgendwie halt so seine Probleme mit der MT5. Aber so kommt man auf jeden Fall dran und kann die Sachen natürlich halt alle weiterhin auch bearbeiten. Paul, ne? Ich hoffe, das hilft erstmal an der Stelle. Aber warum hier, wie gesagt, der MetaTrader Doppelklick verschluckt, ich weiß es nicht. Wäre mal eine Frage, die werden leider mal an Metaquotes zu richten und was da rauskommt, steht auf dem anderen Blatt. Aber so sollte man auf jeden Fall ja erstmal klarkommen. So, dann um 18:08 Uhr. Der Marcel, ich habe das Problem, dass die Order-Balken inklusive Stops als Balken. Ich glaube, der muss der Marcel nochmal ein bisschen nachlegen. Oder hast du das irgendwie, weißt du, was er meint, Wolfgang? Dass die Nee. Order-Balken inklusive Stops nicht als Balken im Chart angezeigt werden. Ich bin gerade gar so ein bisschen überfragt, was damit gemeint sein könnte. Nee, kann ich auch nicht verstehen. Also da, lieber Also Marcel, ich vielleicht nochmal. müsste dem Marcel bitte nochmal ein bisschen genauer beschreiben, was er da macht. Dann können wir bestimmt helfen. So, dann der Andreas. 18:08 Uhr. Wie kann eine Gesamtposition von 1,0 in ein Limit Grid sauber aufteilen? Momentan macht er mir jetzt 10 mal 0,11. Okay, müssen wir mal angucken. Also, 10 mal 0,11. Also manchmal, der teilt das ja eigentlich gar nicht auf. Also auch das hier, da muss ich halt auch nochmal nachhaken, Andreas. Wie wird dann das Grid erstellt? Weil grundsätzlich ist es ja so, wenn ich das halt hier von Hand zu Fuß mache und dann macht er mir einfach nur die Position rein, ne? So viel wie halt Platz ist in dem Abstand, der angegeben ist. Und da ist halt dann die Frage, wie das denn jetzt halt gemeint ist. Also es kann halt, wenn jetzt die strategische Order damit gemeint ist und damit halt als Beispiel ein Grid aufgegeben wird, das geht natürlich immer nur so nah wie möglich halt ran und hängt halt eben auch davon ab. Noch was nachgestellt? Nee. Und hängt halt auch immer so ein bisschen da, ist hier, also strategische Order, genau. Hängt halt immer davon ab, wie die Rechnung halt aufgeht. Also beziehungsweise, es ist ja so hier bei der strategischen Order, dass ich da halt grundsätzlich sagen kann, das und das ist mein Risiko. Das Problem ist aber, das ist halt, auch wenn das natürlich jetzt, sagen wir mal, auf dem Papier relativ einfach darstellbar ist, ne, warum das dann halt eben so und so viel sein müsste, letzten Endes ist es aber in der Praxis halt leider so ein bisschen anders, weil die Progression und so weiter halt berücksichtigt werden muss. So, und da würde ich halt einfach im Zweifelsfalle hingehen. Ne, weil das ist ja wahrscheinlich gemeint. Ich gebe halt hier irgendwie, hier wähle da oben halt Positionsgröße 01. So, bei mir ist irgendwie gerade alles ein bisschen verkurbelt hier. Mal gucken, ob ich das jetzt trotzdem hinkriege. So, und das hat eben die Aufteilung halt nicht stimmt. Ne? Also, das ist jetzt halt hier so ein Beispiel. Das heißt, kommt ja immer darauf an, was ist entsprechend halt noch mit angegeben zusätzlich halt an anderen Parametern. Und das hängt eben halt immer noch mal damit zusammen. Das heißt, weil die Rechnung ist halt immer so, richtet sich halt immer ungefähr nach dem, was hier oben drin steht, so gut wie möglich. Und es wird halt so gerechnet, wegen dieser Progression, die halt hier zugrunde liegen kann, wird dann einfach so lange gerechnet, bis dieser Wert halt eben oben überschritten ist. Also wenn ich jetzt hier sage, Positionsgröße 1,0.
Und das hängt so ein bisschen damit zusammen. Und das ist halt ein bisschen schwierig. In Anbetracht der Risikoberechnung hat alles im Vorfeld genau halt zu berechnen. Also von daher muss ich da erstmal so ein bisschen Fragezeichen dran machen. Vielleicht kann man das irgendwie noch besser in die Programmierung da halt mal. Keine Progression, ja klar, dann ist schon klar, ne? Also ich weiß, was gemeint ist. Also ja, Andreas hat hier gerade noch geschrieben, er hat gar keine Progression halt eingestellt, die man ja hier in diesem Bereich ja entsprechend halt angeben kann. Nichtsdestotrotz, ne, Software ist ja grundsätzlich immer so ein bisschen dämlich erstmal. Das heißt, Menschenverstand sehe ich sofort, oh, ist ja keine Progression, muss ja aufgehen. Die Software hat aber letzten Endes keine andere Wahl, als irgendwie alles von oben nach unten durchzugehen und dann halt eben auszusteigen, wenn das Risiko halt entsprechend erreicht ist. Das ist so ein bisschen der Hintergrund daran. Wie gesagt, da kann man sicherlich mal halt irgendwo mal nachbessern an der Stelle und das halt nochmal ein bisschen genauer machen. Aber es ist ja, so wie ich das jetzt lese, auch jetzt keine Riesenabweichung, die da halt drin war, sondern der halt schon auch irgendwo verschmerzbar. Ich würde dann halt wirklich im Zweifelsfall dann sagen, dann schraub lieber das Risiko irgendwie 10% runter und dann ist es halt nochmal eine Nummer genauer da dran. Aber momentan ist das halt eben, das ist halt der Grund, warum es so ist, ne? Leider. So. Der Marcel hat ein bisschen was geschrieben zu dem, was er meint. Okay, wenn ich ein Ohr da drin habe, fehlt der Balken. Also wahrscheinlich ist es gemeint. Hier das Label, ne? Das ist natürlich, wie man ja sieht, erstmal nicht nachvollziehbar. Also weil eigentlich ist das Ding ja halt auch da. Also ob ich jetzt hier eine Position mache oder halt eine Order, spielt eigentlich keine Rolle. Ja, sieht man hier auch, das ist ja alles da. Also ich glaube, das wäre dann eher so eine Frage für den Support. Das sollte man sich mal irgendwie angucken. Weil ich weiß, ich wüsste jetzt auch erstmal nicht, wie ich provozieren soll. Welche Bildschirmauflösung ist denn da? Das wäre halt mal vielleicht noch die Frage, weil grundsätzlich kann man ja halt einstellen, also wo hier das Label platziert ist. Das geht übrigens über das Setup und müsste bei Terminal sein, genau. Und hier gibt es Order Label Position. Und je nachdem, was man hier einstellt, ist das Ding halt entsprechend weiter links. Oder halt weiter rechts. Vielleicht ist da halt irgendwas verstellt. Wenn ich da 0 einstelle, liegt er halt ganz hier hinten. Und die Einstellung besagt übrigens, also wie groß der Abstand zum linken Rand ist vom Chart. So, das heißt, wenn ich jetzt sage als Beispiel, ja, ich will die halt 500 Pixel da halt weg haben, ich gebe dann hier eine 500 ein. Ja, und dann ist denn das hier halt genau 500 Pixel. So, und eine negative Zahl sagt halt, wie weit das Ding halt von der rechten Seite halt weg ist. Deswegen ist da halt voreingestellt, minus 450, könnte ich jetzt genauso natürlich minus 500 machen, dann sind die halt nochmal ein Stück weit kürzer und dann hängen die halt hier. Da will ich mal halt irgendwie einen Blick drauf werfen, nicht, dass da irgendwas verkurbelt ist, weil das ist eigentlich so die einzige Chance, die halt irgendwie so hinzukriegen, dass man sie halt nicht mehr erkennen kann. Gut. So, ne, also hier um 18:10 das ist doch ein Künstlername, ne, den wir hier haben. So wie ich das sehe. Also, generell aber die Frage, wenn ich Objekte wie Rechteck oder Linie markieren will, um sie dann zu verschieben oder zu löschen, gibt es halt immer wieder Probleme. Ne? Das Thema hatten wir ja gerade schon. Also auf Anhieb funktioniert ja grundsätzlich, ich hoffe, zum Beispiel ein bisschen schnell. Meistens alles, so wie hier, ne? Ich kann das halt erstellen, markieren, verschieben, löschen, alles gar kein Problem. Nur, wie der Teufel halt manchmal im Detail sich da gerne austobt, ist es halt auch schon mal irgendwie anders, aber generell, hier nochmal als Wiederholung, egal was für ein Objekt es ist, ich habe halt grundsätzlich die Möglichkeit, Objekte alle am Stück per Shift-Klick, ne? Also Umschalttaste gedrückt halten, in Chart bei Benutzer auf ein klicken, da kann ich die alle deselektieren auf einmal oder eben auch alle selektieren. Also damit kommt man auf jeden Fall zurecht, wenn es mal irgendwo haken sollte. Okay.
Der Radek, wie kann man im Stereotrader vordefinierte Teilverkäufe machen? Also ganz einfach mit Limit Orders, weil der Stereotrader ist ja generell im Standard beziehungsweise im, ja genau, ist hier gerade mit dem Stelligorden, also die letzte Frage, ne? Also Teilverkäufe, wie kann man vordefinierte Teilverkäufe machen? Also ganz einfach mit Limits in Gegenrichtung. Solange, und das ist natürlich wichtig dafür, hier beim Modus eingestellt ist Stereo Future. Ohne den geht es halt nicht, ne? Aber Stereo Future Modus habe ich ja grundsätzlich eine Positionsverrechnung. Das heißt, nicht unbedingt jeder neue Trade beziehungsweise jede neue Position ergibt dann nicht einen neuen Trade, sondern wird erstmal halt verrechnet. Und wenn ich jetzt als Beispiel sage, bin der Meinung, der Markt ist hier short, das jetzt stimmt, das haben wir mal hingestellt. Und wenn er entsprechend darunter kommt, sage ich mal, als Beispiel, hier ist jetzt mein Take Profit, oben ist mein Stop-Loss. Und wenn ich jetzt einen Teilverkauf halt machen will, beziehungsweise in dem Fall ist jetzt das ein Teil Rückkauf, und dann kann ich halt einfach in dem Fall, wo ich zum Beispiel jetzt hier mit einem Kontrakt Short bin, könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, naja gut, wenn er hier hinkommt, da würde ich schon mal die Hälfte auflösen, also 0,5 ist ja hier oben eingestellt. Ja, und dann würde halt Folgendes passieren, einfach wenn der Markt hier runterkommt und dann würde hier nicht eine Long-Position aufgemacht, sondern entsprechend ein Teilverkauf in der Hälfte von der Positionsgröße. Ja, umgekehrt natürlich genauso, also wenn ich sage, ja gut, ich will nicht unbedingt da einen harten Stop-Loss da oben haben, sondern aber löse, wenn er hier über das Hoch drüber geht, löse ich erstmal die Hälfte auf, wäre dann genau das gleiche in Grün. Vielleicht sehen wir es ja jetzt, vielleicht macht das ja. Und vom Timing her wäre das glatt gut, könnte funktionieren, aber werden wir gleich mal sehen. Also das hier halt, wie man es vordefiniert machen kann, das war ja die Frage. Ich könnte jetzt auch jederzeit hier draufdrücken und könnte erstmal die halbe Position hier auch per Knopfdruck auflösen. Aber hier geht es ja entsprechend halt um die Frage vordefiniert. Also das hier wäre ja mein Level. Mal gucken, ob da irgendwas liegt. Ja, hat man ja gesehen. Jetzt ist erreicht worden, das Limit ist erreicht worden, die Hälfte von der Position ist raus. Das war ja jetzt im Endeffekt ein vordefinierter Teilverkauf. So, kommt er jetzt hier unten hin, ist natürlich die Position unverändert, ganz normal draußen. So könnte ich aber halt so den klassischen Weg, den ja manche gerne gehen, sagen, ja gut, ich gebe da erstmal die Hälfte drauf. Heraus, ziehe den Stop auf Break-Even. Das kann man übrigens auch mit einem Knopfdruck machen. Ne, hier einfach auf das BE klicken. Kann man auch automatisch machen, indem man halt hier BE-Schutz einstellt. Zum Beispiel dann eben ab, was weiß ich, wie sind das hier, 30 Punkten. Könnte ich genauso gut sagen, na gut, sobald das Ding 30 Punkte im Plus ist, ich erhöhe es jetzt hier mal noch ein bisschen. Und entsprechend die Funktion eingeschaltet ist. Und dann würde halt Folgendes passieren. Wie weit sind wir denn hier? 38 Punkte. Ich ziehe es mal ein bisschen runter. Das ist eigentlich so ein relativ klassischer Ansatz von vielen. Ich glaube, der war jetzt ein bisschen schnell. Sobald er jetzt halt hier, zack, hat man gesehen, ne? Dann halt entsprechend die 41 Punkte vorliegt, geht außerdem der Stop auf Break-Even, beziehungsweise ein kleines bisschen drunter. Das lässt sich ja auch noch alles voreinstellen, aber so kann man natürlich so einen Trade halt halbwegs automatisch managen. So, der Timo macht hier Werbung und sagt, automatische Teilverkäufe kann man auch am einfachsten mit Ghost realisieren. Aber das muss der Timo da, glaube ich, selber mal ein bisschen genauer ausführen. Also es gibt da halt so ein Add-on vom Timo. Was da halt so ein paar Sachen kann und das ist halt eben eine Funktion davon, dass man das alles ein bisschen genauer definieren kann. Gut. Gucken wir gerade, ob da noch was nachgeschoben wurde. Nee, hat sich aber wahrscheinlich ja dann genauso beantwortet. Ne? Also wie gesagt, nochmal wichtig, hier ist halt einfach, dass halt der Stereo Future Modus drin ist. Ne? Mit dem MetaTrader 4 geht das ja nicht in der Form oder MetaTrader 5 ohne den Stereo Trader wohlgemerkt, funktioniert das so nicht. Das geht halt ja wirklich nur mit dem Stereo Trader, weil der halt entsprechend eine Verrechnung macht und eben nicht da halt jetzt irgendwie ein Hedge Trade, ne, sondern hier kann ich halt ganz bequem auch jetzt nochmal weitere Teile auflösen. Ich könnte jetzt sagen, ja gut,
nochmal ein Stück raus, hier einfach auf Knopfdruck. Kann natürlich entsprechend dann halt auch mehrere Teilverkäufe einfach definieren. Ja, ich mache jetzt mal nochmal eine dazu, damit hier die Rechnung noch stimmt. Könnt ihr jetzt dann auch sagen, ja gut, hier unten, da nimmst du halt irgendwie 0,5, hier nochmal 0,3, da auch nochmal irgendwie einen kleinen Teil und hier unten ist dann halt Take Profit oder was auch immer, wie ich da unten halt auflöse. Ne? So, jetzt liefert hier nach, schon klar, aber könnte man das so machen wie TP, dass man zusätzlich TP 20p, TP 40p, ja, verstehe jetzt aber gerade ehrlich gesagt den Unterschied nicht, weil ich kann es ja so machen. Also wo ich den jetzt hinsetze, nach wie vielen Punkten, also das ist ja mir überlassen, also wo ich jetzt halt die Orders hinsetze. Deswegen verstehe ich die Frage jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz. Also wenn ich nach 20 Punkten halt irgendwie die Hälfte auflösen möchte, dann setze ich halt eben 20 Punkte tiefer hier, die Order. Und bei 40 Punkten halt 40 Punkte. Von daher erschließt sich mir jetzt hier diese Zusatzfrage nicht so ganz. Also sollte ich da was falsch verstanden haben, einfach nochmal nachlegen. Aber für meine Begriffe ist das ja halt letzten Endes genau das, was halt jetzt hier passiert, bei dem ich, wie ich es ja hier auch gerade gezeigt habe. Kurz einen Schluck trinken. Oder Wolfgang, habe ich da irgendwie gerade ein Verständnisproblem? Nö, ich denke nicht. Ich habe das auch so verstanden. Und das, was er fragt, kannst du ja eindeutig so umsetzen, wie du es erklärt hast. Also Ja. ich sehe da jetzt keine Interpretationsmöglichkeiten. Also, weil er schreibt halt irgendwie nach TP1 20 Punkten, TP2. Klar, ich meine, der Unterschied ist einfach nur, dass hier oben TP und SL halt nochmal als Zahlenwerte eingegeben sind. Vielleicht ist die Frage, ob man das nicht als Zahlenwerte prozentual im StereoTrader in der Form jetzt nicht, ist aber halt eigentlich easy, wenn man das unbedingt so haben will, in Textfeldern, super einfach zu programmieren. Also es gibt ja Oder einige. er meint das vollautomatisch mit einem Klick praktisch ein ganzes Order, eine ganze Orderstruktur. Ja, klar, das meine ich ja, ne? Das müsste man dann aber halt programmieren. Also das kann man halt über die Schnittstelle relativ einfach eigentlich lösen. Ja, wenn man das halt so machen will. Ja, genau so hat das gemeint. Also. Und der Timo legt ja nochmal nach. Genau das macht Ghost. Also, vielleicht mal das Add-on vom Timo angucken. Ghost heißt das Ding. Und vielleicht ist das ja das Rätselslösung. Also GOST schreibt man dann. Schreibt man das. Alright. So, wo sind die Pivotpunkte versteckt? Fragt der Klaus. Wie kann ich Tagesumkehrpunkte? Oh, das wäre schön, ich das wüsste, wie man Umkehrpunkte einblenden könnte. Wenn man das vor allen Dingen vorher wüsste. Also Pivotpunkte. Generell hier. Ne, also ich habe ja hier Pivotpunkte auf die Stunde bezogen, auf den Vortag, auf die Vorwoche und auch noch den Vormonat. Also die habe ich ja halt hier generell drin. Und ich kann. Ne, und ich kann das halt zudem noch von der Zeit abhängig machen. Das heißt, da ist halt ja so, dass halt der StereoTrader auch noch die Profilzeit berücksichtigt. Das heißt, wenn da jetzt nichts eingestellt ist, beziehungsweise jetzt hier bei den Einstellungen bei Instrument 0 bis 23 Uhr, jetzt hier zum Beispiel im DAO, ne, wäre das halt einfach letzten Endes auf die Tageskerze bezogen, also beziehungsweise Tageseröffnung bis zum Schlusskurs. Das sind ja die Werte, die bei der Pivot-Berechnung mit reinfließen. Ich kann aber hier auch genauso gut sagen, na gut, was interessiert mich der Future? Ich will nur den Kassamarkt. Und dann könnte ich hier genauso gut sagen, na gut, dann berechne mir eben die Pivot-Punkte basierend darauf. Und dann ergeben sich dann halt im Zweifelsfall eben auch andere Werte. Ja, hat jetzt hier gerade keinen Effekt, doch hat's, nee, hat es jetzt gerade nicht gezeigt. Aber im Zweifelsfall gibt es eben dann halt andere Werte, wie wenn ich jetzt zum Beispiel die volle Zeit einberechne. Aber so kann ich halt die Pivots auf jeden Fall damit einfließen lassen. So. Die der 1821, der Reinhard, ohne das jetzt hier groß breit zu treten,
Ist in Arbeit, sage ich jetzt mal da. So. Ah, okay. Der Klaus hatte gerade gesagt, Storno, er hat sie gefunden. Sehr gut. Also übrigens ist noch wichtig, ne, das will ich halt wirklich mal sagen, es gibt ja auch diverse Indikatoren für den MetaTrader, die ja auch Pivotpunkt und so weiter darstellen können wollen. Die meisten können es nicht, beziehungsweise machen es schlichtweg falsch. Das liegt eben daran, das ist halt echt wichtig. Also, wenn man mit Pivots arbeitet, sollte man wirklich gucken, dass das Add-on das auch kann, beziehungsweise das Plugin, beziehungsweise der Indikator, weil das halt einfach zeitabhängig ist. Und der Server sowohl im MT4 als auch MT5, generell alles, was MetaTrader angeht, hat immer andere Zeiten als die lokalen Zeiten. So, und da aber die Zeit in puncto dahingehend, dass wir. Was ist das für ein Deutsch? In puncto dahingehend. Also, dass die Zeit in Bezug darauf, wie die Tageskerze erstellt wird, natürlich eine entscheidende Rolle spielt, muss man da leider halt wirklich festhalten, dass die meisten freien Indikatoren schlicht und ergreifend falsche Werte liefern müssen. Ganz wichtig, ne? Und das ist im Stereotype halt auf jeden Fall gelöst. Das heißt, sobald man jetzt hier ein Konto, wie zum Beispiel jetzt hier bei FX Flats halt hat, wo auch sonst, und es hat einfach auch gewährleistet, dass eben entsprechend die Serverzeit da auch umgerechnet ist. Und weil hier nämlich nicht die Berechnung auf Basis von Tageskerzen halt stattfindet, weil die kann immer nur falsch sein. Und weil, wie gesagt, ne, 1 Uhr beziehungsweise 0 Uhr hier und 0 Uhr Server sind zwei Paar Schuhe. Und auch ist es so, dass auch die Tageskerze da halt auch schon mal abweichen kann, gerade dann, wenn wir halt irgendwie in den Zeiten feststecken, so drumherum, wo die Uhr halt umgestellt wird. Das passt halt einfach alles nicht bei den freien Dingern, die es da halt da draußen gibt. Das ist halt echt ein wichtiger Punkt. Und auch wenn die dann irgendwelche Linien zeichnen und man sich dann einbildet, oh, der hat ja da reagiert, aber wir wissen ja alle, wie das ist mit der subjektiven Wahrnehmung. Ne? Mal ich irgendwo eine Linie hin, sehe ich nachher eine Reaktion, denke ich, was ist das denn? Das ist aber halt nichts anderes als normal, hat aber dann trotzdem nichts damit zu tun, dass der Pivot da halt richtig sitzt. So, jetzt gehen wir weiter von oben bis unten. So, ab und zu plötzlich weg. Der Ralf schreibt, hallo Dirk, da sage ich mal zurück, hallo Ralf. So, mir steht jetzt erstmal nicht, ah, da unten geht's weiter. Ah, genau. Wann es die neue Software für das VPOC-Add-on geben wird? Da will ich jetzt dem Orkan nicht die Shows stehlen, das macht der Orkan selbst. Ich kann nur so sagen, da kommt sehr, 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 sehr bald was Neues. Und der Orkan wird auf jeden Fall ganz sicher auch das ein oder andere größer angelegte Webinar dazu machen. Wird es eine Ankündigung geben hier von FX Flat auf jeden Fall. Und dauert nicht mehr lange. So. Jetzt muss ich hier gerade mal noch ein bisschen drüber gucken. Geht nicht. Puh. Also alles, was strategische Order angeht, bin ich immer so ein bisschen zurückhaltend hier in den Webinaren, weil es halt einfach echt so speziell ist. Das artet nämlich dann halt immer aus. Also hier hat noch der Andreas noch was nachgeschoben. Und die würde ich echt mal, sei mir nicht böse, aber mal kurz hinten anstellen, weil bis ich das erklärt habe, ist dann halt wirklich definitiv eine Viertelstunde dann halt auch um. Ja, da vielleicht, ich weiß nicht, wir haben jetzt nicht irgendwie eine spezielle Gruppe halt dafür irgendwie bei Facebook oder so, die ich damit befasst. Ich würde aber trotzdem halt eher sagen, dann schreib lieber mal irgendwo in die Facebook-Gruppe da halt mal was dazu rein. Es gibt einige Spezialisten zu dem Thema, unter anderem der Frank Eschmann, aber auch der Timo, die sich da halt wirklich gut mit auskennen, tatsächlich besser als ich und das wahrscheinlich viel schneller beantworten können, als ich das jetzt hier könnte. Ne, also einfach im Traders Club. Stereotrader.net bei Facebook. So, dann nochmal der Radek. Dann haben wir hier. So, und dann nochmal der Andreas. Ich möchte in einem Chart long und in einem anderen Chart short. Das geht nicht. Natürlich geht das. Das geht. So, das haben wir schnell beantwortet. Das ist nicht so schwer.
Also ein Chart Long, einer Short, das ist easy peasy. Und zwar, das geht einfach mit unterschiedlichen Strategien. Das heißt, ich habe jetzt hier als Beispiel den Dow auf. Ja, so, und ich mache dann halt einfach nochmal den Dow an der Stelle auf. Und dann habe ich hier erstmal das Problem, dass der hier sagt, ja gut, ich kann hier gar nicht handeln, ne, was ja insofern natürlich auch Sinn macht, weil er halt, der wird sich ja selber ins Gehege kommen. So, wenn ich jetzt aber halt wie hier ein Hedging-Account halt habe, der ja auch Standard ist bei FX Flat, habe ich ja grundsätzlich die Möglichkeit, Gegenrichtungen zu handeln. So, und wenn ich das mit dem Stereo-Trader machen will, gibt es mehrere Möglichkeiten. Und eine davon ist halt eben, das auf zwei Charts eben halt aufzuteilen. Ne? So, dass ich halt in einem Chart nur Long bin, im anderen nur Short. So, dann mache ich jetzt hier erstmal einfach einen Long auf. So, ist jetzt mal ein Stop ins Nirvana, damit die nicht gleich weg ist. Und auf der rechten Seite kann ich ja erstmal nichts machen. So, das ist insofern richtig, weil wie gesagt, würde ich jetzt hier handeln, würde sich das ja halt, was war das denn, gegenseitig beeinflussen. Ich hoffe, ich mache das nicht gerade. Das sah nämlich fast gerade danach aus. Moment, dann mache ich es mal mit einem anderen Handelsinstrument. Es kann nämlich sein, dass ich noch auf dem anderen Server nämlich auch noch das Demo-Konto hier auf habe. Dann machen wir es mal mit dem DAX und hoffe mal, dass der nicht auf ist. Ich glaube, der hat es nämlich gerade zugemacht, der andere. So, versuchen wir es mal. Also. So, das war übrigens gerade, wer das gesehen hat, wer sowas schon mal sieht, ne, das ist, kann man eigentlich immer drauf wetten. Das ist halt, dass dann irgendwo an anderer Stelle nochmal eine Instanz vom Stereo-Trader auf ist, auf einem ganz anderen Computer. Und das ist hier bei mir nach aller Wahrscheinlichkeit die Entwicklungsumgebung, die nämlich auf das gleiche Demokonto zugreift. Und deswegen ist die Position jetzt zugegangen. So, also, ne, hier jetzt das gleiche in grün. Ich bin links irgendwie halt jetzt long. So, Timeframe ist hier eigentlich egal, aber mache dann hier trotzdem mal den M5 auf beiden Seiten. Auf der rechten Seite kann ich jetzt natürlich nichts machen. Ne? Da ist auch hier das Stereo-Trader, das ist nicht kaputt. Solche Fragen hatten wir auch schon mal. So, wo ist denn hier mein, ich kann überhaupt nicht handeln, das Panel ist kaputt. Nein, es ist nicht kaputt. Das ist einfach nur passiv. Wenn man hier oben aufs Menü geht, dann sieht man da halt entsprechend, ja, dass man da jetzt aktiver Modus aktivieren könnte. Aber das geht, würde halt dazu führen, dass links dann eben passiv ist. Ne? Und hier sieht das ein bisschen anders aus. Da könnte ich in den passiven Modus halt umschalten. Ne? Da gibt es halt diese Option. So, das geht aber halt anders. Ich mache, wenn ich das halt trennen will, auf der linken Seite Long und auf der rechten Short, gehe ich einfach über neue Strategie, gebe der einen Namen und wenn die zum Beispiel dann halt Short. Und dann passiert Folgendes, dann habe ich hier plötzlich nämlich auch einen aktiven Chart, der aber, wie man sieht, nicht die Order von links eben zeigt, sondern hier leer ist. Das hängt eben damit zusammen, dass halt hier ein Strategiename dahinter liegt und dieses Fenster eben halt nur die eigenen Strategie, also die eigenen Orders und Positionen verarbeitet, die zur eigenen Strategie gehören. Die Strategie heißt hier Short und hier hat sie halt keinen Namen. Das ist halt einfach der Standard. So, und das heißt, wenn ich jetzt hier als Beispiel dann Short gehe, dann passiert auch genau das. Dann sehe ich nämlich hier auf der rechten Seite nur Short und auf der linken Seite halt nur Long. Ne? Also es ist halt sauber getrennt und für meine Begriffe auch wesentlich eleganter, als jetzt in einem Chart da kreuz und quer Short und Long zu handeln, sondern so kann man es viel, viel sauberer dann entsprechend halt auch trennen. Viel übersichtlicher natürlich halt auch, ne? Wenn man das halt so machen möchte, wenn man so handelt. Und das ist halt eben das Feature nennt sich im Stereo-Trader isolierte Strategien. Also das hängt damit halt zusammen, ne? Weil ich kann ja jetzt nicht nur Short und Long in zwei Fenstern halt gehen. Ich kann ja auch sagen, okay, links ist mein Scalping, rechts ist mein Swing. Und ich könnte auch noch ein weiteres Fenster halt anlegen. Also nochmal halt hier irgendwie neues Chartfenster. Das erste ist halt immer dann passiv, wenn das schon vergeben ist. Leg einfach eine weitere Strategie an. Nenne die dann halt hier zum Beispiel Swing. Ja, und dann halt spielt es ja auch gar keine Rolle, ob ich jetzt hier Long oder Short bin. Ich versuche die mal nebeneinander zu legen. Mal gucken, ob man da noch was erkennen kann. Ja, geht. Ja. Und so kann ich das halt quasi beliebig oft halt entsprechend hier dann aufteilen. Das heißt, ich kann jetzt hier auch nochmal zum Beispiel nochmal Long machen. Ne? Und auch die taucht links nicht auf. Ne? Also sind alle komplett
voneinander isoliert, egal ob long oder short. So kann ich halt sagen, na gut, das ist die Strategie, das ist die Strategie und das ist die. Ich bin immer noch in einem einzigen Konto und alles ist hier DE30 Mini, also der kleine DAX CFD, der hier zugrunde liegt. Ne? So kann man das halt ganz wunderbar aufgeräumt entsprechend halt managen mit verschiedenen Strategien und ein und dem selben Handelsinstrument. Das ist natürlich auch so ein Feature vom SteroTrader, das sonst in der Form halt auch nicht möglich ist. Also mit dem MetaTrader und soweit ich auch weiß, mit gar keiner anderen Plattform. Alright, gut. So, der hier ist wieder raus. Wie gesagt, da liegt irgendwo und ist bei mir auf dem Server, Quatsch, auf dem Entwicklungsumgebung und die greift halt das gleiche Konto zu. Deswegen ist der jetzt hier wahrscheinlich auch gerade wieder raus. Aber das spielt jetzt hier nicht so wirklich die Rolle. Aber so funktioniert es halt generell. Gut, so, wenn ich jetzt nichts übersehen habe, wären wir an der Stelle tatsächlich auch durch. Wolfgang? Ich habe nichts mehr gefunden, also keine zusätzliche Frage mehr. Müsste eigentlich alles Ja. soweit beantwortet sein. Okay. Also wie gesagt, nochmal hier mit der strategischen Order, ne? Da seid einfach so nett und postet das wirklich einfach mal als eigenen Blog da halt in die Gruppe. Und ich werde es auch freigeben. Und dann kann sich ja da meine eine oder andere bei sowas halt drauf beziehen. Dafür kann man das ja machen. Okay, ja, sehr schön. Ich habe nichts dagegen. Also wenn es für euch dann halt soweit jetzt erstmal alles klar ist. Also wenn noch eine Frage ist, dann bitte jetzt her damit. Ansonsten machen wir nämlich jetzt dann gleich auch schon den Deckel zu, weil wir soweit jetzt alles beantwortet haben, was da jetzt halt an Fragen auch aufgetaucht ist. Ja, ne? Ja, Wolfgang. doch, ich habe eine Frage. Du hast eine Frage. Ich habe eine Frage, ja. Jetzt bin Ich ich hatte heute, gespannt. Warm anziehen. nein, ich hatte heute den Fall, dass ich sag mal, einen D30-Chart geöffnet habe. Ja. Im Panel wurde aber angezeigt, was weiß ich, Euro, US-Dollar. Im Panel, also das heißt hier oben drin oder wo? Ja, genau. Da stand nicht nur Euro US-Dollar, da war sogar der Kurs vom Euro US-Dollar drin. Ja. Ja, genau, kenne ich. Das ist MetaTrader-Bug. Ist natürlich jetzt Also war das. gemein, dass ich das jetzt einfach so raushaue, ist aber tatsächlich so. Der MetaTrader verwechselt manchmal, also muss ich ein bisschen weiter ausholen, weil nämlich das, was du hier siehst, ist eine Bitmap. So, ne? Und das heißt, also Bitmap-Objekt heißt das Ding, und das Ding hat einen Namen, einen Resource-Namen, und der MetaTrader schafft es leider halt. Ich dachte eigentlich, es wäre behoben. Es war auch lange Zeit, habe ich das auch nicht mehr gesehen. Tauchte aber dann bei mir kürzlich tatsächlich auch mal wieder nochmal auf. Ich dachte, super. Und der verwechselt einfach gerne dann mal halt den Chart. So, weil der Hintergrund ist der, dieses Ding hier von der Kursanzeige heißt hier genauso wie da. So, gehört aber zu einem anderen Chart und damit hängt es leider halt zusammen. Das ist, da gibt es in der nächsten Version ein Workaround, das ist halt schon drin, ist aber in der aktuellen Version nicht drin, weil das tatsächlich nochmal aufgetaucht ist und ich genau das halt eben als Ursache da halt auch erkennen konnte und da direkt gesagt habe, so, okay, jetzt baue ich das direkt da rein und dann ist das für alle Zeiten aus der Welt. Weil das hat er früher tatsächlich im MT4 hat er das öfter mal hingekriegt, wo ich auch jedes Mal gedacht habe, das kann also nicht wahr sein, ne? Und weil es ja gar keinen Sinn ergibt, aber das ist tatsächlich genau die Ursache. Okay. Ja. Ich habe Doof, ne? einfach die Historie gelöscht und dann ging es wieder. Ja, weiß der Kuckuck, ne? Wie es halt irgendwie zustande kommt. Das wirklich ist absolut unerklärlich, aber das ist tatsächlich so. Ich konnte es wirklich nachvollziehen, dann auch glücklicherweise. Und deswegen heißen nämlich die Objekte dann in Zukunft anders. Das wirst du dann auch sehen in der neuen Version, dass die so ein bisschen längere Namen haben als vorher, weil da halt nämlich entsprechend halt noch die Kennung vom Chart da jetzt halt mit da halt eingearbeitet wurde. Und damit das halt eben nicht mehr passiert, dass halt nochmal eine Runde eindeutiger ist. Das sind so Dinge, die, ja, passiert halt. Also so, beziehungsweise muss ich mich mit rumschlagen dann halt auch und dann halt drumherum. Dann halt Lösungen finden, ist auf jeden Fall der kürzere Weg. Aber sollte eigentlich natürlich nicht passieren und ich behaupte auch,
Das ist die totale Seltenheit und scheint auch irgendwie nur unter ganz bestimmten Begebenheiten irgendwie so aufzutauchen. Ja, gut. War nicht zufriedenstellend, ne, die Antwort. Doch, doch, habe ich fast gesagt. Was soll ich Nein, sagen? so, ich sag mal, solange wie ich das lösen kann, ist ja alles gut. Ja, das ist halt immer, ne, wird natürlich auch immer, mir ist auch immer am liebsten, wenn die sagen, ah, das ist das und das, das machen wir so und so. Und auch wenn es dann auf Anhieb nicht geht, ist ja auch grundsätzlich so, dass ich immer froh bin, wenn ich irgendwas schuld bin, dann muss ich nämlich nicht drauf warten, dass irgendjemand anders irgendwas verbessert, sondern kann es dann halt eben auch direkt selbst machen. Ist aber leider nicht immer der Fall, weil natürlich so ein paar Sachen hier zusammenspielen. Einerseits Windows, dann natürlich alles, was zu dem Computer gehört und vor allen voran natürlich Metaquotes und alles muss man irgendwie unter einen Hut kriegen, was ja auch meistens gelingt. Aber dann gibt es halt schon mal wieder, immer wieder mal Stolpersteine und mit denen muss man sich dann halt befassen und schafft sie dann aus der Welt. Gut, dann würde ich an der sagen, Timo, da würde ich an der sagen, hat Spaß gemacht. Dankeschön, dass ihr hier dabei gewesen seid. Ich hoffe, wir konnten euch helfen. Und der Wolfgang hat jetzt nämlich das letzte Wort Ja. und darf dann hier, nachdem er das eröffnet hat, dann auch hier sehr gerne schließen. Wir lauschen deinen Worten, lieber Wolfgang. Ich danke Ja, dir ganz Dirk, herzlich, hier. dass du es nochmal mit mir ertragen hast. Und freue mich auf die weiteren Male, die uns noch bevorstehen. Das sind ja sicherlich noch ein paar. Und sage an der Stelle dann erstmal einen wunderschönen guten Abend, beziehungsweise Restabend in die Runde und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Also Wolfgang, du hast das Wort. Ja, Dirk, vielen Dank. Hat mir auch Spaß gemacht heute. Zumal, weil ich auch mal was sagen durfte. Darfst du. ja, ansonsten nochmal vielen Dank an alle interessierten Teilnehmer und ich wünsche noch einen angenehmen Abend und viel Erfolg beim Trading. Ciao, Dirk. Tschüss.